Silvan Widmer, herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben, um bei uns vorbeizukommen. Danke für die Einladung. Wir hocken recht entspannt hier, aber ich muss auch sagen, aktuell fühlt es sich wahrscheinlich ziemlich gut an, wenn man der Silvan Widmer ist. Mit der Nazi auf geradem Kurs Richtung EM-Quali. Mit Mainz läuft es auch wunderbar. Nicht so schlecht aktuell, oder? Wie es läuft? Ja, das stimmt. Ja. Ich kann mich nicht beklagen. Es läuft gut. Wenn ich spiele, kann ich regelmäßig gute Leistungen zeigen, Team helfen. Ja, so macht es Spass. Können Sie so Momente wie jetzt, wo es wirklich, also Sie werden ja gelobt in allen Zeitungen und allen Fernsehsendungen, kann man so Momente auch besser geniessen, wenn man weiss, man hat auch mal andere Zeiten erlebt, wo es ein bisschen zäher war, wo man ein bisschen mehr hat müssen kämpfen? Ja, absolut. Also im Laufe meiner Karriere habe ich das gelernt. Als ich frisch aufgekommen bin, jung war, hatte ich mega das Beissen mit schlechten Situationen, schlechten Momenten, schlechten Phasen. Und habe die Erfolg oder die Sieg, meine Goal, persönlichen Erfolg nicht so geniessen. Und mittlerweile habe ich gelernt, eben einfach zu geniessen, wenn es mal gut läuft. Weil es kann jederzeit auch wieder in die andere Richtung gehen. Verletzungen, schlechte Phasen im Team, persönlich außer Form. Es kann plötzlich schnell gehen und wieder in die andere Richtung gehen. Darum geniesse ich es, wenn es gut läuft. Was ist denn so eine Phase, wenn Sie sich zurückerinnern, wo Sie vielleicht auch stolz darauf sind, wo Sie sagen, nee, dass Sie dort gebissen haben, das ist schon, das zeichnet mich aus? Ja, sicher mein Wechsel zu Udinese. Da bin ich aus der Challenge League direkt in die Serie A gewechselt. Und ja, ich bin dort angekommen und es waren 45 Spieler dort im Sommer. Und wir haben gewusst, 25 werden dann im Kader sein von der ersten Mannschaft und die anderen werden halt ausgelehnt. Und ja, dann ist man einfach mal am Anfang eine Nummer. Man muss sich halt zeigen. Und der Trainer schaut und schreibt sich auf, der kann etwas. Und der vielleicht nicht oder vielleicht noch nicht. Es hat viele Junge auch damals. Die meisten haben es dann eben nicht geschafft und haben dann vielleicht müssen in die zweithöchste Liga sich auslehnen lassen oder vielleicht zurück in die Heimat. Ich bin hartnäckig geblieben. Ich habe die ersten Monate nicht gespielt. Ja, bin dran geblieben, habe weiter Gas gegeben in den Trainings und dann so November, Dezember dann die ersten Einsätze gehabt und ab dann ist es dann besser gelaufen. Wie muss man sich das vorstellen, wie einem das bei einem Traditionsclub in der Serie A mitteilt wird, ob man jetzt dabei ist oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da der Trainer bei jedem sagt, hey, weißt du, bist ganz nett und ein Lieber und so. Und du bist eigentlich auch gut, aber leider das mal jetzt nicht. Also es wird wahrscheinlich viel härter. Ja, es ist ein knallhartes Business, ja. Und oftmals wird nicht geschaut auf die Person, sondern einfach nur auf das Sportliche. Das finde ich amigs ein bisschen schade. Ich finde, ein bisschen mehr Menschlichkeit würde ich gut tun in diesem Business. Ja, aber eben, es ist ein Business, wie ich gerade gesagt habe. Und die Vereine wollen Erfolg haben, wollen Geld machen, Geld verdienen mit jungen Spielern. Und ja, ich hatte auch Kollegen, die haben dann nicht so räumliche Abgänge gehabt. Eben, dann ist dann nicht so durch die Blume gesagt worden, hey, vielleicht gerade noch nicht, bist vielleicht noch nicht so weit, du bist noch zu wenig reif. Sondern da wird es dann halt knallhart mitteilt und dann musst du Koffer packen und am nächsten Tag musst du zu einem anderen Verein. Also wie erfährt man das? Kommt man, also wird man immerhin noch zu einem Gespräch gebeten oder ist einfach der Schrank nicht mehr angeschrieben? Nein, also es gibt beides. Es gibt beides, aber zum Glück in den meisten Fällen wird das schon noch persönlich mitteilt. Ja, oftmals leider dann auch, hey, du hast da keine Zukunft, das ist die Option, die du hast. Und sonst nichts. Und dann muss man das halt dann fast annehmen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man in so eine Mannschaft kommt? Sie sagen von sich selber, wenn sie in eine neue Gruppe kommen, vielleicht auch im Freundeskreis, eher am Anfang mal abchecken, wie funktioniert wer, oder was ist das für eine Gruppe? Wenn man dann in so eine Serie A-Kader kommt, wo ja von Testosteron nur so platzt wahrscheinlich, oder 45 Spieler sind dort, wie überlebt man da, wenn man am Anfang eher ein bisschen ruhigeren ist? Ja gut, ich bin halt abseits vom Platz eher ein ruhiger, aber im Training habe ich halt Vollgas gegeben. Und das ist auch der Trainer damals am ersten Tag schon aufgefallen und ich habe es einfach so durchgezogen. Und eben kann mich auch nicht irgendwie beirren lassen durch anfängliche Schwierigkeiten. Und ja, nach dies nach dann auch Freundschaften können knüpfen. Klar, man muss ja dann auch offen sein. Ich meine, ich habe niemanden gekannt, ich habe die Sprache nicht können. Klar, meine Frau, damals noch Freundin, ist mitgekommen, mich begleitet. Das war sicher sehr wichtig, auch einen Rückzugsperson und Ort zu haben mit ihr und dem Zuhause. Aber ich musste mich dann auch öffnen, ich musste Freundschaften knüpfen. Also es ist mir jetzt auch nicht mega schwierig gefallen. Ich bin jetzt nicht der absolut Introvertierteste. aber ja, es war nicht einfach. Es war eine schwierige Phase, aber ich habe sie überstanden. Und wenn wir davon reden, dass man im Training Gas gibt, heisst das einfach,
säckeln, bis einem schlecht wird? Oder heisst das auch mal, dem, der auf der gleichen Position spielt, vielleicht mal auf den Fuß stehen? Ja, das habe ich nie gemacht. Ich schaue immer auf mich, auf meine Leistung. Fußball ist ein Laufsport. Ich laufe gerne viel. Das habe ich immer schon gemacht. Ja, ich habe einfach versucht, alles zu geben. Ich habe versucht, mich nicht zu verstecken in den Trainings. Manchmal, ja. Ich war 20, als ich auf Italien gewechselt bin. Und dann ist es vielleicht auch der leichtere Weg, ist vielleicht, sich mal ein bisschen zu verstecken und ja, vielleicht lieber mal keinen Fehler zu machen. Und so. Ich wollte den Ball wählen, ich wollte etwas probieren, ich wollte etwas zeigen. Vielleicht, oder ziemlich sicher hat nicht immer alles geklappt, aber ich glaube, das ist der richtige Weg gewesen. Mit was für Herausforderungen hat man, wenn man mit 20 auf Italien wechselt, auch neben dem Platz zu kämpfen? Also eben, man braucht eine Wohnung, alles irgendwie, keine Ahnung, Versicherungen, Auto braucht man. Wo ist das Trainingsgelände? Wie komme ich dort her? Man muss einen Tagesablauf entwickeln. Wie macht man das mit 20? Ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich erwachsen war mit 20, dann wäre ich hilflos verloren gewesen. Wie war das bei Ihnen? Ja, bei uns war das etwas einfacher. Also, wir Fußballer werden oft so ein bisschen in Watte gewickelt. Uns wird überall geholfen. Ich finde es manchmal auch gut, wenn man etwas selber herausfinden muss. Aber eben damals hatte ich eine Ansprechperson, die mir bei allem geholfen hat. Sei es Auto, eben Versicherungen, Führerschein umschreiben, Wohnungssuche, ist mir überall geholfen worden. Das Schwierigste war eigentlich einfach, den Haushalt schmeißen. Das erste Mal alleine. alle Möbel zu kaufen, alles, was man halt braucht für das Zuhause. Sich zurechtfinden im neuen Land und natürlich die Sprache zu lernen. Das habe ich selber müssen machen. Auch ab und zu etwas Nutzloses gekauft, wo man gemerkt hat, oh mein Gott, wie blöd bin ich, dass ich das gekauft habe. Boah, schwierig. Weil ab dem Moment, wo man in der Serie A spielt, ist das Geld nicht mehr unbedingt das grösste Problem, das man hat. Ja. Ich weiß nicht, also ich weiß noch, dass ich mal etwas Dummes gemacht habe. Wir sind in die erste Wohnung gezogen und dann habe ich oben im Schrank in der Küche so ein Gerät gesehen. Und dann habe ich das so abnehmen und habe so gelupft. Und es war so eine Fritteuse mit Öl drin und einfach über mich das ganze Öl. Zum Glück ist sie nicht eingesteckt. Ja, zum Glück. das wäre richtig heiß. Was sind sonst so die grössten Umstellungen, die Sie müssen feststellen oder wo Sie vielleicht auf die Welt gekommen sind, wo Sie von Aarau aus der Challenge League in die Serie A gewechselt sind? Ja, es ist halt knallhartes Business. Und ich meine, ich hatte dort im ersten Jahr eigentlich einen sehr guten Trainer gehabt. Er war knallhart, aber auch so ein bisschen für die einen eine Vaterfigur. Der Präsident ist noch härter als der Trainer. Da weiss ich noch, nach dem ersten Spiel, das wir verloren haben, ist er in die Kabine gekommen und hat das Zeug umgeschmissen, weil er so hässig war. Nach dem ersten Spiel, das war für mich so ein Schockmoment gewesen. Und von dann an habe ich gewusst, da machen wir keine halbe Sache. Da muss man einfach alles geben. Da geht es auch für den Präsidenten oder für den Verein ums Überleben. Das ist für den wie ein Kind. Und so hat er uns auch behandelt. Hat immer das Maximum verlangt. Man lernt ja auch schnell, dass eben in Italien dann der Fußball viel mehr zählt als in der Schweiz für die Leute auf der Straße. Ihr habt ja auch eine Szene, glaub, gehabt, wenn ich mich richtig informiert habe, wo ihr euch den Fans haben müssen stellen, wo es dann auch ein bisschen ungemütlich geworden ist. Was war das für eine Situation gewesen? Ja, das ist richtig. Wir haben das Heimspiel verloren gegen AS Roma. Was ja nicht absolut kann ja mal passieren. Ja, kann passieren. Aber wir hatten sonst schon schlechte Phasen gehabt und wenn ich es richtig im Kopf hatte, der damalige Captain ein bisschen Problem gehabt mit den einen Leuten aus der Kurve, also der Capos aus der Kurve. Und dann ist alles irgendwie zusammengekommen. Und ich glaube, viele Fans haben es gar nicht unbedingt auf uns abgesehen, sondern haben einfach ein Statement setzen, dass sie nicht zufrieden sind. Und wir haben dann effektiv müssen mehrere Stunden im Stadion warten, bis sich die Ersten mal rausgetraut haben. Aber es sind immer noch tausende Fans vor dem Stadion am Warten gewesen. Und ja, wir haben dann zwar mit dem Auto einigermaßen wegfahren, aber es war schon ein bisschen unschön gewesen. Es ist auch wahrscheinlich dann anders, oder? Man wird in der Stadt erkannt. Gerade wenn man ein Stammspieler wird vom Verein, viele Jahre dort spielt, da ist es nicht mehr so einfach, mal ein Käferli zu trinken oder posten, oder? Wie hat sich das Leben verändert in Italien? Ja, das ist auch richtig. Also ich bin auch sehr in Italien so mitgegangen mit
mit der sportlichen Entwicklung. Also wenn es gerade gut gelaufen ist, bin ich öfters mal ein Käffeli trinken oder auswärts essen. Weil es ist ja schön in Italien. Das Essen ist gut, der Kaffee ist gut, das Wetter ist gut. Aber wenn es nicht gut gelaufen ist, habe ich mich schon auch eher ein bisschen zurückgezogen, weil ich halt gewusst habe, man wird einfach erkannt in der Stadt und es kommt vielleicht nicht bei allen so gut über, wenn man jetzt jeden Abend irgendwo noch im Restaurant einen feinen Wein trinkt. Ja, das glaube ich. Sie sind dann eigentlich recht überraschend für viele Beobachter zurück in die Schweiz gewechselt, als Stammspieler in der Serie A. Ich kann mir vorstellen, da hat es auch noch andere Angebote gehabt, oder? Wenn man bei einem guten Verein in der Serie A Stammspieler ist, was ist da sonst auf dem Tisch gelegen? Jetzt kann man es ja erzählen im Nachhinein. Nein, das kann ich nicht erzählen. Nein, also ich muss ehrlich sein, zu dem Zeitpunkt, Basel ist sehr, sehr früh in diesem Sommer auf mich zugekommen. Zu dem Zeitpunkt hat es so Interesse, aber nicht konkrete Angebote. Und Basel ist halt schnell konkret geworden. In der Schweiz fährt die Liga immer früher an, wieder in den anderen grossen Ligen im Ausland. Und sie haben möglichst schnell wollen, das Ganze über die Bühne bringen. Und ich war einfach fasziniert gewesen. Und ich habe vor der ersten Sekunde noch gespürt, wie der Marco Streller, der Sportchef damals, mich unbedingt verpflichten wollte. Und ich habe richtig wieder Feuer. Hat in mir ein Feuer entfacht, das ich vielleicht in den letzten paar Monaten in Italien so ein bisschen verloren habe. Aber es wäre aus grossen Ligen, aus den grossen 4-5 Ligen, wär ein Angebot herum gewesen. Interesse, kann man so sagen. Ja. Und dann sind sie zum FC Basel gewechselt. Ich sage jetzt mal so, ruhiger ist es nicht geworden. Es war gerade die Zeit, in der Degen-Burgener, wo der Kampf um den Verein stattgefunden hat. Wie war das für euch dort als Spieler gewesen? Man hört ja immer so, die einen Spieler sagen, ja, es hat uns abgelenkt, es war schwierig für die Mannschaft. Andere sagen, du, solange mein Lohn zahlt, wird es mir egal, wem der Verein gehört. Wie war das für sie persönlich gewesen? Ja, es gibt natürlich beides. Ja. Ich habe auch beides erlebt. Ich habe Spieler gesehen, die haben zwar vorne durch gesagt, das ist mir gleich, aber ich habe genau gesehen, anhand von der Leistung oder anhand von der Körpersprache, dass sie das belastet. Ich, so wie ich mich einschätze, habe ich das Gefühl, dass sie mich nicht gross belastet, sondern ich konnte das gut trennen. Ich bin damals dann auch in dieser Phase Papi geworden, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe auch eben ein bisschen Distanz gewonnen vom Fußball. Eben auch schlechte Phasen weniger an mich heranlassen und auch so Sachen versucht, weitestgehend auszublenden. Ja, aber es ist klar, also ich meine, ganz zu 100% weglassen oder ausblenden kann man das nicht. Haben Sie denn beim FC Basel vielleicht auch durch die Umstände, durch eben, dass es nicht ganz ruhig ist im Umfeld des Vereins, auch so die Transformation durchgemacht zum Führungsspieler? Also hat das Ganze auch geholfen Ihnen dann in der Weiterentwicklung? Ja, ich glaube schon. Ja. Also, ich war 5 Jahre in Italien bei Udinese und ich habe mich dort nie komplett als Führungsspieler gefühlt. Was sicher auch meine Schuld war, teils. Ich war wahrscheinlich einfach mental noch nicht bereit gewesen, auch die Verantwortung zu übernehmen. Und in Basel habe ich nachher, wie gesagt, das Vertrauen gespürt vom Verein. Ich wusste, sie haben viel investiert in mich. Ich war auch, glaube ich, die ersten 2 Jahre oder 2,5 Jahre der einzige Rechtsverteidiger im Kader. Ich wusste, okay, ich spiele eigentlich. Wenn ich nicht verletzt bin, spiele ich. Und ja, das hat bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Und ich habe gewusst, es wird von dir erwartet, dass du ablieferst. Und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch neben dem Platz als Führungsspieler. Und das habe ich versucht umzusetzen. Was ich dann auch spannend war, ich kann sagen, wie ich das empfunden habe, als sie zurück in die Schweiz gekommen sind, habe ich gefunden, so, ja, ist jetzt also ein bisschen früh, um noch so die letzte Station in der Schweiz zu machen. Haben Sie das viel auch gehört und ist für Sie von Anfang an klar gewesen, hey, das muss gerne nicht der letzte Verein gewesen sein für mich? Für mich ist es klar gewesen, dass es nicht der letzte Verein muss sein. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in den 3 Jahren beim FC Basel. Es hätte auch gut können sein, dass ich noch länger bleibe. Aber für mich ist klar gewesen, das ist jetzt einfach ein weiterer Schritt in meiner Karriere. Vielleicht ist es auch sportlich gesehen, rein wenn man die Liga vergleicht, ein Schritt zurück gewesen. Aber eben, manchmal muss man einen Schritt zurück machen zum Anlaufholen. Und in meinem Fall hat das, glaube ich, geklappt. Und nachher ist dann die Schlagzeile gekommen, er wechselt die Bundesliga zu Mainz. Und dort habe ich dann gefunden, so krass, auf die letzten Jahre jetzt noch auf Mainz in die Bundesliga. Auch noch verrückt, dass das klappt. Dabei, sie sind ja dort im besten Fußballeralter, sie sind einfach schon so früh ins Ausland, dass man das Gefühl hat, der Typ ist jetzt sicher schon 32. Ja. Aber dann ist das mit der Bundesliga nochmal gekommen. Ist das für sie auch nochmal so ein Geschenk gewesen? Yes, zweite grosse Liga. Absolut, ja. Es ist ein Traum für mich persönlich, der in Erfüllung gegangen ist. Das hat auch wirklich super Pass mit dem Verein.
nicht ein riesen Verein, ein gut geführter Verein, ein bodenständiger Verein, der auch sehr zu meinen Werten passt. Und jetzt sind Sie dort der Captain. Sie sind einer der wichtigsten Spieler im Kader. Und mich nimmt dann schon ein Wunder, Sie beschreiben sich selber als der Krampfer im Team. Der, der gerne extra Meter macht, damit die anderen Tiki-Taka glänzen können. Wie weit sind Sie denn dort bereit, für die anderen zu laufen, damit die glänzen können? Weil das macht man nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann löst es einmal ab. Nein, ich mache das bis zum Umkehren. Nein, es ist wirklich, also ich bin halt, ich kann mich ziemlich gut einschätzen, auch meine fußballerischen Qualitäten. Und ich weiß, ich bin technisch nicht der Beste. Ich werde auch nicht 20 Saison-Goal schiessen. Ich mache vielleicht ein paar, technisch bin ich okay. Ich spule mein Programm ab, sage ich jetzt mal, technisch. Aber ja, glänzen können von mir aus gerne andere. Und ja, wenn ich kann eben einen Gegenspieler mitziehen, dass ein Mitspieler von mir mehr Platz hat, mache ich das noch so gerne. Also sagen Sie, Sie holen das Maximum aus Ihrer Karriere raus? Aus den Möglichkeiten? Ich glaube schon, ja. Also es wäre eigentlich schade, wenn nicht. Also ich würde mir einen Vorwurf machen, wenn nicht. Ich finde, ich hole das Maximum raus. Ich gebe jeden Tag Vollgas im Training. Ich versuche, mich zu verbessern. Auf dem Platz, neben dem Platz, Erholung, Regeneration, alles mit einbezogen. Darum, ja, ich denke schon, dass ich das Maximum raushole. Also Ihnen geht es noch nicht irgendwann auf die Nerven, wenn der Zauberfuß vorne dran zum fünften Mal den Ball verliert, immer Dribbling und Sie wieder mit zwei ansäckeln. Nein. Also gut, ich meine, ich werde schon mal hässig, ja, auf dem Platz, ist ja klar. Aber in erster Linie werde ich hässig, wenn ich sehe, dass ein Mitspieler von mir nicht alles gibt, nicht sein Bestes gibt. Und solange er sein Bestes gibt, aber man kann ja gleich mal einen Ball verlieren, dann ist das okay. Dann renne ich gerne einen Gegenspieler rein und versuche den Ball wieder zu erobern. Wenn wir gerade bei diesen Zauberfüßen, diesen Künstlern sind, oder? Für die, die sie arbeiten, gibt es einen, wo sie so, wenn sie zu unter Kollegen sind und die fragen, so, was war der beste Mitspieler? Gibt es einen, wo sie immer sagen, hey, also hören, der Typ war crazy, für den bin ich gerne 10-mal gerannt, der war so gut. Ja, gibt's schon den einen oder anderen, wo ich muss sagen, richtig geniale Fußballspieler. Also der eine war sicher Di Natale. Den kennen vielleicht jetzt die junge Generation nicht mehr. Vereinslegende bei Udine. Genau, oder? Über 200 Goal für den Verein. Er war auch Torschütze, glaube ich, für Italien an der WM gegen Spanien. Wahnsinnsspieler, unglaubliche Übersicht, unglaubliche Technik. Und der ist dann auch wirklich ins Alter gekommen. Als ich zu Udine gekommen bin, war der, glaube ich, schon 34 gewesen. Ja, der hat dann auch nicht mehr so viele Meter gemacht. Es ist dann einfach erwartet worden, dass die anderen für ihn ein paar extra Meter machen. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Sie haben aber auch zum Beispiel mit Bruno Fernandes zusammengespielt. Das muss auch spezielle. Also, da sieht man wahrscheinlich auch ein paar Sachen im Training oder im Spiel, wo man sonst nicht sieht. Oder? Wie war es mit dem Zusammenspiel? Ja, das ist richtig. Wir sind gleichzeitig zum Verein dazugestoßen. Und wir sind auch sehr eng befreundet gewesen. Vor allem im ersten Jahr. Bei ihm haben wir das Wahnsinnspotenzial gesehen, aber er hat es damals zu wenig konstant abrufen. Er hat dann, glaube ich, auch eine Veränderung gebraucht, hat dann zweimal den Verein gewechselt, bis er richtig durchstarten konnte. Aber das Potenzial hat man natürlich damals schon gesehen. Er war noch ein Jahr jünger, also ist mit 19 zum Verein gekommen. Schon dort haben wir gesehen, sobald der eben konstant seine Leistung abrufen kann, wird das ein Weltklassenspieler. Und ein anderer ist erst Weltmeister geworden. Rodrigo de Pau, wie war das mit dem? Er ist jetzt nicht unbedingt als Zauberfuss bekannt, aber auch der doch ein spezieller Typ, kann man sagen. Ja, sicher. Also ist übrigens meiner Meinung nach ein sehr, technisch sehr guter Spieler. Damals hat er meistens vor mir gespielt, also rechter Flügel und ich rechter Außenverteidiger bei Udinese. Und das hat hervorragend harmoniert, weil er eben auch ein riesiger Teamplayer ist, wie man jetzt auch gesehen hat an der WM. Der, Bodyguard. Ja, Bodyguard. Ja, Bodyguard von Messi, haben wir ja gesagt. Der gibt seine letzte Unterhose für die Mannschaft oder für den Erfolg der Mannschaft. Wenn wir gerade bei Stichwort WM sind, Sie haben doch eine spezielle, sage jetzt mal, Beziehung zu den grossen Turnieren. Sie haben die Europameisterschaft gespielt, wo die Schweiz im Viertelfinale kam, wo man Frankreich rausgeworfen hat und gegen Spanien erst im Penaltyschiessen rausgefallen ist. Dort hat die Schweiz ja so ein bisschen ihr eigenes Sommermärchen erleben. Wie habt ihr das in der Mannschaft mitbekommen? Für uns war es auch ein Sommermärchen. Ja. Ich mag mich einfach erinnern, nach dem Sieg gegen Frankreich,
am Abend habe ich zwei, drei Videos gesehen von der Langstrasse von Zürich. Und das war einfach Gänsehaut am ganzen Körper. Also einfach zu sehen, wie wir die Leute bewegen und mitreißen, das ist für mich ja, die schönste Erinnerung an die EM. Kommt mir dann auch ein bisschen das Gefühl über, hey Jungs, das, was wir hier machen, ist eben mehr als nur 11 gegen 11? Absolut. Eben, es kann wirklich auch ganze Nationen in Ekstase versetzen. Es kann Sachen verbessern. Ich meine, man hat ja gesehen, wie die Argentiner gefeiert haben. Die sind ja immer noch am Feiern. Ich habe gesehen, die haben nochmal irgendwie jetzt im letzten Nazi-Zusammenzug etwas gefestet. Also, Fußball hat eine riesige Macht auf die Menschen, also auf die Leute. Fußball wird geliebt von der Bevölkerung und wir haben das Privileg, dafür unsere Teile dazu beizutragen. Ein anderes Turnier, das Sie gespielt haben, war dann die letzte WM. Dort haben Sie gegen Portugal leider im Achtelfinale nicht spielen. Sie waren dort krank. Jetzt habe ich gelesen, oder Sie haben in einem Interview gesagt, seit Sie Kind sind, fluchen Sie nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, wo Sie den Achtelfinale müssen zuschauen mussten und nicht dann können helfen können, dort haben Sie geflucht. Ja, dort war ich auch ohne Kind. Nein, aber ich muss sagen, dort ist mir so schlecht gegangen, dort habe ich nicht mal mehr fluchen. Dort ist mir wirklich gar nicht gut gegangen. Aber ja, natürlich war es ein extrem bitterer Moment für mich persönlich. Wie haben Sie das Spiel miterlebt dort? Im Hotelzimmer? Im Hotelzimmer alleine. Ja, natürlich eben höchst Fieber gehabt. Ich habe es einfach über mich ergehen lassen. Habe mich eben gar nicht gross aufregen darüber. Dort ist wahrscheinlich dann auch kein WhatsApp von Bruno Fernandes, oder? Das ist nicht gekommen. Zwei andere Turniere haben Sie leider nicht mitspielen. Sie hatten jetzt schon die vier eigentlich. Sie haben dort den Cut vor dem Turnier knapp nicht geschafft. Wie wird einem das dort mitteilt vom Nationaltrainer? Kommt man das Telefon über, ein Mail? Sieht man auch den Kader und man ist nicht drauf? Oder wie ist das dort jeweils passiert? Ja, damals ist so ein Pre-Camp, also hat so ein Pre-Camp stattgefunden mit, glaub, 27 Spielern. Und der Trainer hat dann einfach kurz vor Abflug noch vier Spieler rausgestrichen. Und das war dann einfach ein persönliches Gespräch gewesen. Also er hat dann nach dem letzten Training die drei, vier Spieler nacheinander zu sich schnell ins Zimmer geholt und hat es schnell persönlich mitteilt und erklärt. Und ja, ich meine, das Gespräch hat 30 Sekunden gedauert. Ich hatte dann in dem Moment jeweils keine Lust gehabt, irgendetwas zu reden, sondern ich habe gewusst, gut, das ist jetzt seine Entscheidung. Und ja, ich muss jetzt mit dem klarkommen. Sie sind ja wirklich der Musterprofi. Das hat man jetzt auch jetzt wieder mitbekommen im Interview. Wie gehen Sie mit solchen Sachen um? Mit so Entscheiden? Ja, das sind jetzt gerade die beiden Entscheide sind für mich wahrscheinlich die grössten Enttäuschungen von meiner Karriere bis jetzt. Ja, das muss man einfach mal sacken lassen. Da muss man ein paar Tage Abstand gönnen. Ablenkung tut gut. Leute um sich herum haben, die einem lieben, tut gut. Familie tut gut. Und ja, nachher muss man irgendwie versuchen, die Wut oder den Frust, den man dann in sich drin hat, wieder in positive Energie umzuwandeln. Und einfach härter arbeiten, dass es eben nächstes Mal dann klappt. Das heisst, Ihre Freundin dort mal, oder war dort schon die Frau gewesen, wahrscheinlich die Freundin? Freundin. Die ist dann mit Ihnen in die Ferien. Das war sicher eine gute Stimmung, die ersten zwei, drei Tage. Wie kann sie Sie aufmuntern in so einem Moment? Wie klappt das? Ja, gut, meine Frau ist eh unglaublich, weil sie kennt mich einfach mega, mega gut. Sie weiß genau, welche Taste sie muss drücken muss, dass es mir dann schnell wieder besser geht. Aber ja, in dem Moment ist es mir natürlich nicht gut gegangen. Wir sind dann weg, wir sind in die Ferien und sie hat hergekriegt, dass ich innerhalb weniger Tage wieder gute Laune hatte. Wie macht sie das? Tut sie dann sagen, los, wir gehen jetzt weit weg und dein Handy ist jetzt mal für zwei Tage mehr? Oder wie macht sie das? Nein, das Handy abgeben habe ich nicht müssen. Nein, sie lässt mir auch meine Freiheiten. Sie hat damals, glaube ich, auch mir so ein bisschen die Entscheidung überlassen, wo wir in die Ferien wollen. Das fand ich sehr schön gefunden, weil sie doch eigentlich das ganze Jahr durch schon eigentlich sich muss nach mir richten. Es sieht ja so aus, als wären jetzt die nächsten Turniere nicht mehr so, dass man die Schweiz ohne sie müsste auskommen. Es läuft perfekt. Wir wünschen für die Zukunft alles Gute und danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen und vorbeikommen sind. Dankeschön für die Einladung.